Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Marios Treasure Hunt in der Star World. Und wir gucken uns mal das hier an. Das erste Star World Level. Oh, und da gibt es einen. Double Jump. Ich habe gerade schon mal in das Level reingeguckt, muss ich gestehen. Habe dann die Aufnahme abgebrochen, weil ich so verteufelt schlecht war und das Gefehle einfach nicht mit drauf haben wollte. Glaubt's mir, wäre nicht allzu schön gewesen zum Anschauen und zum Spielen erst recht nicht. Oh Gott, bin ich ein Noob. Und da verliere ich mein Power-Up auch schon wieder. Was soll's? Und ich spiele das definitiv mit Save States hier. Ja, das ist eigentlich auch ohne machbar, aber macht halt null Bock, ne? Weil man doch schon relativ häufig den Löffel abgibt. Und ich muss mich gerade fragen, wie haben die sich denn das vorgestellt hier? Vielleicht, wenn ich den Shell mitnehme? So. Den jetzt da rein, Feuer. Und jetzt auf dem Shell lande wahrscheinlich, ne? Dann könnte ich meinen Pilz vielleicht behalten. Ich das mal ein bisschen timen könnte. Jawohl. So geht's. Obgleich es auch, ja, ohne Shell gehen würde. Probieren geht über Studieren, aber ich wollte natürlich mal wieder studieren, wie es meinem Wesen gemäß ist. Ja, hau ich mir die Shell kaputt. Warum auch nicht? Da, 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 da. So. Und hier. Nein! Nein. Nein. Ja, seht ihr, es gibt hier einfach so viele Stellen, an denen man mal fix irgendwo drankommt. Und kabams, das war's dann. Okay, das sind Dummheiten, die sollte man generell lassen. Och, Mann. So, jetzt. Absolut schlechtes Timing von mir. Ja, und ich glaube, jetzt sieht man mir auch langsam nach, weshalb ich das nicht ohne Save States spiele. Es sei denn, hier hinter diesem Level verbirgt sich etwas mega Geheimes, Großes, ja, was all diese Strapazen dann sozusagen die Anstrengungen für die Anstrengungen entlohnt. Meine Sprache versagt schon. Ist auch gerade irgendwie der vierte Part, glaube ich, den ich dann aufnehme. Oh, jetzt bin ich hier wieder. Gibt es kein schönes Thema, über das man mal ein bisschen plaudern könnte? Ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, so, dann immer gerne raus damit. Zum Beispiel, wie viel Fail darf man sich eigentlich leisten, ne? Ich würde sagen, ich bin hart an der Grenze. Oh Gott. Aber gut. Klein ist das Ganze auch einfacher. Gehe ich mal von aus, wenn meine Hitbox dann kleiner ist, ne? Okay, easy soweit. Alter, die Gosche, wa? Und wie ich nicht safe state, weil ich mir einfach immer sicher bin, dass ich es irgendwie schaffe. Wo ist er denn hin verschwunden? Oh Gott. Na gut, da oben gab es jetzt nichts weiter, glaube ich, oder? Ah, da ist ein Pilz. Sieh mal einer an. Ha! Bam! Den nehme ich doch gerne an mich. Oh Gott. So, so, so. Oh, nee. Die Stelle erinnere ich. Die war eben schon die Hölle. So vielleicht. Ah ja, da oben hochlaufen, dann irgendwie runterfallen und dann jumpen. Ja, wer soll da denn draufkommen, bitteschön? Ja gut, ich habe es gerade auch irgendwie geschafft, aber... Und wieder ein bisschen Concentration hier. Ja, ich könnte mal über das Wetter plaudern. Das geht eigentlich immer. Das ist hier in Berlin nämlich. Also ich finde es eigentlich sehr schön gerade. Es ist arschkalt, aber dafür schneit es auch. Und wir haben endlich mal ein bisschen weiß, ja. Das, der Winter bisher war grau und kalt einfach nur. Und manchmal ein bisschen eisig. Aber eben nie so schneeig, ne? Gibt es das Verb? Nee, verschneit. Verschneit, sagt man. Aber jetzt, und zwar richtig heftig. Ui. Was mir einerseits sehr gut gefällt, andererseits auch nicht, denn ich habe keine Handschuhe. Und es hat Gründe, weshalb ich die nicht habe. Ich lasse sie nämlich immer irgendwo liegen. Und dann denke ich mir so, ne, das ist es auf die Dauer nicht wert. Weil dieses Liegenlassen ist für mich immer so, ist ein bisschen frustrierend. What? Okay, jetzt ist da einfach nur ein Stern erschienen, so ein Lichtchen.
Na gut, dann lassen wir das Lichtchen sein. Naja, also dieses Verlustmoment des Handschuhs ist für mich... Also es wiegt einfach den Besitz von Handschuhen und der damit verbundenen Wärme bei Kälte irgendwie nicht auf, so. War das ein korrekter Satz? Weiß ich nicht, aber ich glaube, man weiß, was ich gemeint habe. Und jetzt gehe ich nochmal hier ins Geisterhaus. Es scheint ja eigentlich random oder nach einem bestimmten Muster. Bams. Ui. Oh Gott, Jungs. Wie ich das gehasst habe, ne? Dieses Geisterschiff auch da unter Wasser. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier nicht auch noch schwimmen muss. Oh, komm, jetzt. Die Augen von Mario. Ich es liebe. Okay. Tür, die zwei breit ist, aber ich kann halt nur in die linke Seite rein. Hep. Ah, so ein scheiß Geisterhaus habe ich einfach keinen Bock. Ich rush da durch jetzt, komm. Den vermeintlich schwierigen Teil mit dem Rätsel habe ich ja eigentlich schon gelöst. Und was ist das denn? Werden die Geister immer weniger? So. Komm. Jawohl. Oh Gott, schaffe ich das? Nee, so auf jeden Fall nicht. So schaffe ich es. Nein, hätte ich durchgekonnt. Ich muss es mir beweisen, ne? Ich muss es mir beweisen, dass ich es noch kann. Dass ich irgendwie da durchkomme. Auf jeden Alter. Nee. Nein. Und jetzt aber... Ja, sicher, kein Problem. Und Pilz, bin ein. Wow. So geht's auch. Und wieder links rein, ja. Das wäre natürlich mega fail, wenn ich irgendwann mal rechts rein müsste. Und links wäre zu. Bams. Jetzt kommt da so ein Tower. Castle One. So. Wollen wir uns das noch angucken, diese Folge? Ja, mal kurz reingucken, wa? Alter. Auch Donkey Kong? Ich glaube schon, ne? Da. Ja, okay. Ist einfach ein normales Schloss. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Freue mich mal wieder über Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.